Moinsen, ich begrüße dich zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es mal wieder Judge Dizzy auf die Augen und es wurde sehr viel diskutiert. Es war eine sehr hitzige Diskussion und es gab sehr witzige Fälle. Also es ist wirklich ein sehr geiles Potpourri an Fällen, die da auf dich warten. Also guck doch rein. Auf geht's. Piu. Wurden Sie eingeschworen zur heutigen Sitzung? Hat jemand Ihnen die Beichte abgenommen heute? Sie, Senior, Sie, Senior. Na dann, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Episode vor Gericht mit mir, Jutke Dizzy. Niemand weiteres heute da. Es gibt wieder ein Potpourri an wunderschönen Fällen, die wir heute mit Ihnen gemeinsam durchgehen möchten. Eingeschworen. Ist das nicht die Cafeteria? Ja. Haben Sie in der Cafeteria was bekommen heute? Ja oder nein? Gehen wir durch. Schauen wir mal. Was erwartet uns denn hier? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Kleinen Moment. Wir haben gerade ein Problem in der Akte. Hä? Irgendwo gibt es hier einen kleinen Haken. Hä? Kleinen Moment, es gibt ein Problem im Aktensystem, Chat. Hier. Was, also, da war wohl irgendwas komisch. Wir haben Nürburgring. Könnte es eventuell in der ersten Kurve passiert sein? Man ist sich nicht so sicher. Wir haben auf jeden Fall Causing a Collision am Stissel. Gucken wir mal kurz. Das muss ich erstmal absegnen, dass wir das hier, dass das funktioniert. Moment. Nope, das geht nicht. Da müssen wir einmal ganz kurz ein bisschen nachhelfen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Das sollte so gehen. Jop. Ganz viele Happy Little Accidents heute. Was haben wir denn hier im Angebot? Das sieht nicht nach... ist das der Start? Gucken wir mal, ob das der Start ist. Das sieht nach Start aus. Okay, das war jetzt noch okay. Das wiederum... okay. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob jemand da sauer war oder... Oder nicht?
Aber also, um jetzt mal wirklich was Lehrreiches zu erzählen. Also, der hier drüben fährt scheinbar ganz normal seinen Stiefel runter. Und irgendwann kriegt er einen Trichter und fährt hier rüber. Wir müssen nochmal ganz zurück. Wir müssen das mal kurz in der Lenkung analysieren. Fährt er von alleine? Er bremst schon mal, okay. Und dann lenkt er rüber. Also das Verhalten hier ist schon mal... Also für mich persönlich, als Außenstehender jetzt, logischerweise habe ich hier die Möglichkeit, auch mehr zu sehen als andere. Aber es ergibt keinen Sinn, nach rechts zu lenken in der Situation. Die einzige, man möchte den abdrängen. Okay, also der andere Mercedes wird jetzt wahrscheinlich sauer sein. Und schiebt ihn dann hier raus. Aber eine Sache müssen wir uns trotzdem nochmal angucken. Also er hat ja hier gebremst. Der Panda hat das mitbekommen. Ich weiß aber nicht, warum er hier die Bremse löst. Also er hat hier nochmal die Bremse gelöst. Und das ergibt keinen Sinn. Also, dass der Grüne den Panda berührt hat, rechtfertigt nichts. Ne? Also, das gibt ihm keine Erlaubnis, sowas zu machen. Also, hier die Bremse zu lösen bei der Anfahrt, ist eher kontraproduktiv. Weil nämlich jetzt hat er den Hut auf, weil er kriegt das Auto gar nicht gebremst. Und weil es Menschen oder Fahrer generell das ein oder andere Mal falsch einschätzen ist, auf der Innenbahn, die er jetzt hat, musst du früher bremsen, damit du die Kurve enger kriegst. Weil auf dem Nürburgring, und deswegen gibt es ja immer so viele Unfälle, fahren Leute von ganz links nach ganz rechts zum Apex rauf, auch am Start. Das heißt, du hast kaum bis gar keine Möglichkeiten, dich hier reinzuquetschen. Also selbst hätte er vernünftig gebremst, hätte er da nicht mehr daneben gepasst und sie hätten sich wieder getroffen. Es wäre so oder so passiert auf der Linie. Also demnach ist das hier schon Much. Und hier schiebt er ihn einfach auch weg. Also ich sag mal so, als Fahrer sollte man seine Gefühle ein bisschen im Zaum halten. Und gerade so wegschieben, damit kennt der Richter sich aus. Das ist übrigens ein Safety-Rating abgezogen. Hat er Glück gehabt, dass da nicht mehr Leute involviert waren. Es ist halt causing a collision. Minus ein SR. Auf den Nacken von der Staatsanwaltschaft, Junge. Bam! Ich glaube, heute gibt es noch ein richtig schönes Potpourri. Da ballern noch mindestens 3 rein in den Merk. Ja, reinballern ist aber nicht gleich Massencrash. Ne? Also, wir gucken uns das jetzt gerne nochmal an. Da gibt es keinen Massencrash. So, hier ist kein Massencrash. Und dann ist Feierabend. Das zählt nicht als Massencrash. Also ja, da treffen Leute drauf, ne? Aber es ist kein Massencrash. Ne? Also gut, dass das nochmal gesagt wurde, dass wir es kontrollieren können. Ist aber kein Massencrash in dem Fall. Hätte ja sein können, dass man sich mal verguckt, ne? Für Nachkommende, also Menschen, die halt immer dahinter fahren, Startphase 5 Autos vorausgucken. Immer 5 Autos vorausgucken, in die Kurven rein, was da so los ist, damit man frühzeitig die Bremse drücken kann. Weil wir sehen sehr oft solche Auffahrunfälle. Massencrash geht ab 3 Leute aufwärts.
Also da muss das schon richtig bumsen. Da muss schon richtig badabum sein für einen Massencrash. So, das sind minus 1 Safety Rating. Yes. Safe. Schieß ab den Flummi. Sehr gerne. So, was haben wir denn als nächstes? Was haben wir denn hier? Gleich mal leiser machen. Ja, schon besser. So. Wir wissen alle, welches Auto das ist. Gucken wir mal rein. Das ist nicht runter. Warte mal, das ist sehr verwirrend gerade. Also, das hier ist P9 und das hier ist P11. Und wir sind in Runde 7. So, der Porsche. Moment. Moment. Ich muss das ganz kurz nachvollziehen, wer hier gerade wen reportet. Okay, gut. Alles klar. Ich musste nur gucken, nicht, dass da wieder irgendwie was durcheinander ist und da irgendwer wen anders reportet, weil die Nummern sind durcheinander. Weil der Porsche ist irgendwie die Zahl an der Seite ist sehr verwirrend. Aber er ist halt ein Klassiker, ne? Ist leider Gottes ein Klassiker. Aber der bremst. Warte mal, wo bremst denn der Ferrari? Mit 60er Bremsballon. Gut, ist jetzt nicht. Könnte man durchgehen lassen. Aber dann darf halt vor dir keiner sein, ne? Ja, das ist halt eine 06, ne? Causing a Collision. Also auch hier, damit wir ja was mit was mitgeben, damit Menschen damit was anfangen können. Wenn vor dir einer ist, schneidet der vor dir die Luft, so bescheuert wie das klingt. Das heißt, in der Regel, wenn einer vor dir ist, hast du nicht dasselbe Bremsverhalten, als wenn niemand vor dir ist. Und Menschen hinterherfahren ist sowieso eine große Kunst, weil du immer einschätzen musst, wie spät kannst du bremsen, damit das nicht knallt. Und was du halt immer bedenken musst, ist, dass die Autos ja vor dir fahren und die Luft, die theoretisch dein Auto runterdrücken würde oder ne, die was anpressen würde oder noch mehr anpressen würde, ist ja dann gar nicht da. Das war ja eine ganze Zeit lang zu 1,8, wenn vor dir ein BMW gefahren ist, hast du dich gefühlt, als wenn da ein schwarzes Loch gewesen ist, weil deine Vorderachse einfach kein Druck gekriegt hat. Und hier ist halt genau dasselbe, ne? Also er könnte theoretisch dort bremsen, also es sah jetzt nicht aus, als wenn es zu spät wäre. Nur hat er für diesen Moment sich zu etwas Falschem entschieden, weil vor ihm noch einer war. Ne? Also er hätte jetzt locker, also in dieser Kurve hier, gibt es ja zwei verschiedene Linien. Ne, es gibt die Linie, dass du ganz, ganz eng dran fährst und dann gibt es ja noch dieses V. Ich nenne das gerne mal V. Also wo du so hoch rausfährst und dich rumkippen lässt und dann runterfährst. Und das wäre mit dem Bremspunkt, wäre das locker gegangen. Also easy peasy. Nur dadurch, dass jetzt dort jemand war,
funktioniert das halt logischerweise nicht, weil du kannst ja bei weitem nicht so lange und so viel bremsen. Guck mal, er steht volles Brikett steht er drauf, immer noch auf der Bremse. Ne? Hätte er nicht geschafft. Das ist eine 06. Kann aber passieren. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das der schlimmste Unfall auf dem Planeten wäre oder der schlimmste Fehler. Ich denke, das ist uns allen schon mal passiert, dass wir uns etwas, ich sag mal, verschätzt haben. Also das macht 06 in den Akten. Abfahrt. Ui. Wollen wir das Feuerwerk für später aufheben? So, das muss ich erstmal ganz kurz durchlaufen lassen, aufgrund von Datenschutz. Das sollte funktionieren. Yes. Und los geht's. Was haben wir denn hier? Wird ein Klassiker. Links kommt gleich einer. So häufig in der Kurve. Ich weiß auch nicht, was sein Gedankengang da war. Also ich würde nicht auf den Trichter kommen, wenn ich... Also ich würde niemals auf den Trichter kommen, wenn vor mir ein Porsche ist. Weil Porsche hat schon echt richtig kranke Bremsen. Guck mal, wo der bremst. Der fängt jetzt an zu bremsen. Ist halt auch wieder, ne? Ist hier an der Stelle auch wieder so ein Bremspunkt. Kann man machen, wenn da keiner ist. Also dann kannst du dich halt rumbremsen um die Kurve. So, aber was du jetzt hier machst, ist halt... Ich meine, wo willst du da hin? Du bist noch nicht mal neben ihm, geschweige denn an ihm. Das, Sappi lädt seit Monaten. Sappi ist der Ladekreis. Herr Sablowski lädt und lädt und lädt und lädt. Er kommt einfach nicht durch. Er kriegt keine Verwendung. So, aber wie gesagt, an der Stelle hier, wenn du jetzt dahinter fährst, also du bist jetzt der Ferrari, frage ich mich, was der Gedankengang ist, das hier zu machen. Na, also das, guck mal, du hast eine 60er Bremsbalance, mal gucken, was der Porsche hat. Der Porsche fährt eine 49, Alter, und der hat viel strammere Bremsen. So, also hier auf diesen Gedanken zu kommen, ich nehme einfach mal an, ich sag's jetzt einfach, du hast einen schlechten Tag, ne? Und dann schaltet das bei dir nicht durch. Es wäre viel sinniger gewesen in der Situation. Dadurch, dass er die Kurve so weit nimmt, ne? Dadurch, dass er die Kurve so weit nimmt, hat er auf dem anderen Ende, also in der nächsten Kurve, nicht genug Geschwindigkeit. Weil er muss ja hier extrem runterbremsen, um da reinzukommen. Das heißt also, du könntest theoretisch dich hinten ranhängen, auf einen besseren Exit pokern oder einen besseren Exit kriegen und dann könntest du ihn in der nächsten Kurve überholen. Wäre viel cleverer gewesen. Natürlich weiß man das immer nicht vorher, logischerweise, ne? Weil wir sind ja alle keine Hellseher. Aber das hier ist halt, ne, bei der Entfernung, warum? Also das ist ja wirklich, das ist ja nicht mal mehr ein Bömmchen, das ist ja schon eine Bombe. Bei der Entfernung. Und das ist ja wild. Und nein, es gibt nicht die Regel, dass man ab einer Sekunde die Taucherbrille aufsetzen darf und die Schwimmflügel anlegt. Das gilt erst bei 2 Sekunden. So. Das ist auch eine ganz zärtliche 1-0. Nee, stimmt gar nicht. Das ist keine 1-0. 1-0 ist ja nicht, ist ja keine erste Runde gewesen. Ist nur 0-6. Causing a Collision. So. Warum ist denn... Muss ich mal kurz gucken hier. Gut. Ich glaube, ihr seid noch nicht bereit für das Feuerwerk da draußen. Der Gerichtssaal ist noch nicht bereit für ein Feuerwerk. Nein, noch seid ihr nicht bereit für ein Feuerwerk. Nein. Muss man erstmal kurz gucken hier.
Das sollte alles passen, hoffentlich. Du hast die Fresse. Ich möchte das nur einmal ganz kurz, ganz kurz. Also mit diesem Gerät, ne, das hier, habe ich eine gewisse Befugnis. Und diese Frechheit im Saal hört jetzt auf? Oder das Gerät hier kommt zum Einsatz? Ich glaube, es hackt. Was für eine Frechheit ich mir hier schon wieder erlauben muss. Ruhe! Sch! Gut, schauen wir mal rein. Ja, okay, warte, wir müssen erstmal leiser machen. Gefühlt sind Porsche-Fahrer alle irgendwie gehörlos. Klassiker. Ist ein Klassiker. Ist wirklich ein Klassiker. Oh, hier schon einmal ausgewichen. Es hört sich halt, also viele Porsche auf einen Haufen hören sich wirklich an wie ein Schwarm Bienen. Kann man wirklich nicht viel zu sagen, weil es wirklich ein Klassiker ist. Erste Kurve Much, zweite Kurve kommst du besser durch als die andere und dann hast du so viel Rollgeschwindigkeit und dann tippst du irgendwann den Hintern an. Der BMW wäre, by the way, nicht weggerutscht und Mercedes auch nicht. Ja, Reifen kalt, viel gerutscht. Ich meine, das entschuldigt das alles nicht, ne? Also beim besten Willen nicht. Gar nicht. Das ist in der ersten Runde ärgerlich in der Kurve da oben. Das ist wirklich ärgerlich. Das ist eine 1-0. Für sowas kriegt man übrigens ein Safety Rating abgezogen. Und das ist echt viel. Für sowas kriegt man ein Safety Rating abgezogen. Jo. Ein Gedicht. So, was haben wir denn jetzt hier als nächstes? Das ist ein sehr interessanter Fall. Ich hoffe, das funktioniert alles. Nee, warte. Oh, falsch. Dahin. Moment. Eieieiei. Geben Sie mir eine Sekunde. Das muss ich eben schnell bearbeiten, weil das nämlich ein sehr schöner Fall ist. So. Gut, passen Sie auf. Das ist wirklich ein sehr schöner Fall. Da wird es ganz viele unterschiedliche Ansichten zu geben. Ich lasse das einfach nur mal laufen. Gebt mir.
Es ist der BMW. So, aber jetzt mal wirklich einfach so in die Juorenecke gefragt. Der blaue oder der rote? Der rote aufgrund welcher Begründung? So, nächste Frage. Wer, also der Großteil sagt also rot. So, jetzt kommt die Frage. Wer hat hier wen reported? Ich lasse das einfach nochmal laufen. Wer hat hier wen reported? Blau oder rot? Also blau-rot oder rot-blau? So, und jetzt sage ich euch mal, der Rote hat den Blauen reportet. Und jetzt guckt euch das nochmal an. Der Rote hat den Blauen reportet. Verständlich? Zu einem gewissen Teil ist das schon ein bisschen verständlich, ne? Weil du wirst da, hast einen Treffer. Du hast einen Treffer und, bist halt, glaube ich, mehr oder weniger aus dem Rennen raus. Aber achtet mal auf den Rejoin. Also der Rejoin ist ja von außen, direkt zurück auf die Ideallinie. Ohne Rücksicht auf Autos, die dahinter sind. So, jetzt stelle ich mir die Frage, ne? Also das würde ich euch übrigens auch immer empfehlen. Schaut euch eure Replays, bevor ihr etwas reportet oder sauer seid, wartet immer auf die Replays und guckt es euch nochmal an. Weil das hier ist schon wirklich sehr, sehr krass, dass der Rote den Blauen trotz alledem immer noch reportet. Und man kann ja auch bei dem Blauen sehen, wenn wir das jetzt mal beobachten, dass er sogar bremst. Ja, also der fährt völlig regulär, normal, Ideallinie. Steht auf dem Pinsel, also auf der Bremse. So, wenn ich mir das jetzt also ansehe, sagen wir mal, ich wäre der rote Fahrer. Und sieh mir das an. Und ich sehe, dass hinter mir jemand die Kurve wirklich ideal bekommt. Also er hat die ja ideal gekriegt, ne? Also er kommt auf der Ideallinie, kommt er rüber und beschleunigt super raus. Und dann drückt er sogar noch die Bremse. Es ist immer noch ein BMW M2, also da ist auf der Bremse nicht viel los. Da kannst du auch einfach beim Fahrer die Rückbremse drücken, hat ungefähr genau denselben Effekt, nämlich keinen. Du rutschst auf dem Gummi rum. Und dann reportest du das noch. Da muss man doch selber sich fragen, hey, sag mal, habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht? Ne? Ist übrigens no further action. Es ist no further action, weil, was soll er machen? Kann sich ja nicht wegbeamen. Mehr, also er bremst, er nimmt Rücksicht darauf, kriegt die Kurve optimal. No further action. Gibt's nichts. Weil, ne? Da wird nichts gemacht.
So, das machen wir da jetzt nochmal mit rein. No further action. Schieß ab den Flummi. So, aber trotzdem mal kurz aufgreifen hier. Gut. Der sah alle sich auch einig. Finde ich schön. Haben wir selten. Haben wir selten bei solchen Sachen, aber war jetzt der Fall. So, was haben wir denn hier? Unsportsmanlike conduct. Also, ich möchte, also, ich sag's mal so. Können wir bitte Ruhe bewahren bei diesem Fall? Können wir Ruhe bewahren bei diesem Fall? Ich möchte bitte, dass keiner der hier dargestellten Protagonisten in irgendeiner Form beleidigt wird, ja? Es wird wild. Los. Es wird wild. Also ich habe diesen Fall gestern schon mal gesehen. Ne? Also ich habe gestern mit der Rego schon gesessen und wir haben das schon mal uns angesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also jetzt mal wirklich, es ist schiedegol, wer da wen reportet. Aber das hat doch nicht mehr viel mit Rennsport zu tun, oder? Das ist ja schon wirklich sehr, sehr wild. Also ich meine, das hier, ne, das kann alles mal passieren. Wirklich. Das kann hier alles mal passieren. Ist wirklich nichts Schlimmes. Das wird auch in diese Kurve auf Silverstone, wird das jedem mal, bei jedem wird das mal vorkommen und jedem wird das mal passieren, dass man hinten reinfährt. So. Jetzt wartet er, okay? Jetzt, der andere hat gewartet, fährt rum. Und jetzt fährt der, also der andere, der rausgeschoben wird, fährt die ganze Zeit in den Rhein, nonstop. So, jetzt ist der aber auch so sauer, scheinbar, dass er ihn hier auch wegfährt. Also er hätte ja mindestens schon mal bremsen können. Also klar, du machst einen Fehler, also es war ja auch der von, ich nenne ihn jetzt mal, vom Rainbow, war das ja der Fehler. Dann kriegt er einen auf den Deckel, weil der andere sauer ist irgendwie. Und dann macht er das hier. Das ist schon wild. So, aber jetzt mal, pass mal auf. Ich sage euch jetzt mal, wer hier reported wurde. Von wem. Ich muss das kurz nochmal gegenchecken. Ich stelle das jetzt einfach mal, ich stelle diese Frage einfach mal in den Raum. Ich stelle sie einfach mal in den Raum. Was denken Sie da draußen, liebe Juroren, wer hier wen reportet hat? Ich spule auch extra nochmal so. Wer von den beiden hat hier wen reportet?
Die richtige Antwort darauf ist, der Ferrari hat den Ferrari reported. Und das hat keiner kommen sehen. Aber Spaß beiseite. Rainbow hat den roten reported. Also blau hat rot reported. Pass mal auf, weil ich schon wieder von meinem Tabellenführerkollegen Herrn Ralf Molanski im Chat lese, zu Recht. Pass mal auf, erstmal, du machst das hier. Du machst das da. Dann passiert dir das hier, was nicht geil ist, okay, verstehe ich. Und dann machst du das hier. Und dann reportest du wegen unsportsmanlike conduct? Ja, das sind Dinge, die passieren können. Aber vergleichen wir mal diese beiden Dinge mit dem hier. Für mich persönlich jetzt, ne? Ohne das in irgendeiner großen, in irgendeine große Diskussion abwehren zu, oder abfliegen zu lassen. Wenn ich mir das jetzt wieder ansehe, ich selber, ne? Und ich schaue mir das als Fahrer an. Dann sehe ich also, ich habe ihn einmal weggeschoben, er ist in mich reingefahren und dann habe ich ihn nochmal weggeschoben. Und dann war das Rennen für uns beide vorbei. Ich würde nicht auf den Trichter kommen, das zu reporten. Ich würde sogar eher die Frage stellen, was hätte ich in dieser Situation theoretisch besser machen können? Am Ende des Tages ist es no further action, weil sich hier beide nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also den Ferrari dafür zu bestrafen, sehe ich persönlich für Quark an, weil sowohl der Blaue als auch der Rote haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Für beide gibt es keine Pause, nein. Der Blaue hat den Roten reported. So. Was willst du hier reporten? So, er hat ihn rausgekegelt, kann passieren, kann alles passieren, logischerweise. Wäre übrigens 0,6 Safety Rating, by the way. Ne? Wäre 0,6 Safety Rating. Das hier, nochmal 0,6 Safety Rating. Das sind 0,6 Safety Rating, by the way. Das sind 1,2 Safety Rating, was wir gerade gesehen haben. Hin oder her, ob das passieren kann oder nicht. Also, hin oder her, ob das passieren kann oder nicht. Das ist no further action. An der Stelle. Weil es ist wirklich, egal ob das nochmal passieren kann oder nicht. Das hier, der zweite Unfall, ist für mich der ausschlaggebende Grund zu sagen, ey, sorry, aber das ist hier no further action. Weil hier kommen, du hast ihn, wie gesagt, wie ich immer sage, diese Unfälle können alle passieren. Alle. Und das ist überhaupt nicht schlimm, dass sie passieren. Weil wir alle irgendwann mal einen schlechten Tag haben. Währenddessen du aber einen rausgeschoben hast und der ein bisschen sauer ist und dir in die Tür fährt, was absoluter Rotz ist, ist nicht gut zu reden. Und dann kegelst du ihn nochmal weg. Er lenkt voller Absicht in den Blauen rein. Vielleicht hat er auch einfach beschissene TC. Vielleicht hat er auch einfach unglaublich beschissene TC. Das können wir leider nicht rausfinden.
Das sind alles, pass auf. Jetzt sind wir wieder, ey, nee, pass auf. Jetzt sind wir wieder bei den Dingern. Jetzt sind wir wieder bei den Dingern, die wir immer haben. Jetzt können wir uns tot diskutieren, was wir da sehen. Jetzt können wir uns tot diskutieren, was wir hier sehen. Wir können analysieren, ob die TC regelt. Wir können nicht analysieren, ob vielleicht irgendwas in seinem Lenkrad passiert ist. Das können wir alles nicht sehen. So, ja, er fährt da rein, klar. Der Blaue fährt auch zweimal da rein. Und das sind halt die Fakten, die auf dem Tisch liegen. Scheiß mal drauf, ob das jetzt passieren kann oder nicht. Was heißt, ich kann das nicht durchgehen lassen? Was heißt, ich kann das nicht durchgehen lassen? Was bedeutet das? Natürlich verhalten sich beide wie im Kindergarten. Ich kann aber nicht beide gleichzeitig bestrafen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und genau hier ist der Punkt. Ich kann nicht beide gleichzeitig bestrafen. Das funktioniert nicht. Wenn ich beide bestrafen könnte, dann wäre das wieder ein Jam, das wäre das wieder ein ganz anderer Jam. Weil der Blaue den Roten reported hat. Punkt. Der Blaue hat den Roten reported für das ins Auto reinfahren. Unsportsmanlike Conduct. Ich kann aber dem Roten keine Strafe geben und ich kann auch dem Blauen keine Strafe geben. Wenn es nach mir ginge, hätte der Blaue 2x06 für causing a collision. Und das funktioniert nicht. Weil ich kann ja jetzt nicht, weil einer angeklagt hat, kann ich ja nicht dem Angeklagten auch noch eine Strafe auf den Kopf draufdrücken. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und genau deswegen ist es no further action. Versteht ihr das jetzt? Die reporten sich nicht gegenseitig. Tun sie nicht. Also warum soll ich jetzt dem eine Strafe geben? Dann kommt der andere nämlich weg und sagt, jo, geil, Alter. War ja gar nicht so schlimm. Alles easy. Also würde der Blaue ja auch mit seinem Scheiß wegkommen. Und deswegen kann ich dort keine Strafe aussprechen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich mir das jetzt hier angucke, dann muss ich ja als RICO-Mitglied entscheiden, was ich da sehe und dem Ganzen beurteilen. So, und hier ist nämlich Folgendes wieder. Pass auf, hier haben wir nämlich auch wieder folgendes Problem, weil ich das gerade lese. Sehr häufig, und das ist immer Auslegungssache, und das möchte ich immer, dass Menschen da mal ein bisschen drüber nachdenken, weil das nämlich immer Auslegungssache ist, wie Leute genau diese Klausel besprechen. GT-Sport ist Kontaktsport. Jetzt gerade wird so ausgelegt, als wenn er das da mit Absicht gemacht hat. In anderen Fällen wird locker gesagt, es ist bloß ein bisschen Türkontakt, ist nicht so schlimm. Ich, für meinen Teil, was ich hier sehe, kann das nicht sehen, ob das mit Absicht ist. Kann ich nicht. Wofür hast du 7 Tage bekommen? Dafür hast du 100%ig keine 7 Tage gekriegt. 100%ig. Und ich gucke deine Reports, gucke ich mir an. Dafür hast du keine 7 Tage gekriegt. Ja, richtig. Aber guck dir mal deinen Fall an und dann guck dir mal diesen Fall an. Guck dir mal deinen Fall an und dann diesen. Du vergleichst gerade einen Apfel mit einer Birne. Oder einen Apfel mit einer Banane. Und das ist der Unterschied. Und ich verstehe das, weil bei mir ist nämlich unsportsmanlike conduct oder auch gleichzeitig Absicht, jemanden zu unterstellen, ein ganz schwieriges Thema und ein rotes Tuch für mich. Aber ich musste auch lernen, dass das nicht geht. Ey, Maga, so gern ich den 7 Tage reindonnern würde. Wofür? Wofür soll ich den 7 Tage reindrehen? Ey, das kann alles möglich sein. Kann TC sein, whatever. Der Blaue fährt ihm rein. Danach schiebt er den Blauen auch wieder raus. So, ey, was willst du da reporten? In der Theorie, und das wäre der Optimalfall, in dieser ganzen Geschichte wäre der Optimalfall, dass beide eine Pause kriegen. Und das wäre der Optimalfall. Das geht aber nicht. Und das vergessen Menschen immer. Und genau deswegen sind sie dann immer ganz schnell mit den Fackeln unterwegs. Aber das funktioniert nicht.
So, guck mal aufs Lenken. Das ist übrigens eine kontinuierliche Lenkbewegung, by the way. Die nicht einfach so ist mit ich lenke rein, sondern eine kontinuierliche Lenkbewegung. Und das sind Dinge, die wahrscheinlich auch einige noch gar nicht beobachtet haben. Guck dir das Lenken an. Entschuldigung, das ist der falsche. Wir wollen auf dem roten. Das ist eine kontinuierliche Lenkbewegung links, links, immer noch links. Ist konstant, nonstop eine Lenkbewegung. Es ist nicht, als wenn er reinlenken würde, sondern eine Lenkbewegung. Seitdem er weggedreht ist, fährt er einfach und hat eine einzige Lenkbewegung. So. Jetzt kommst du. Und was möchtest du jetzt da analysieren? Woher soll ich jetzt wissen, dass der das mit Absicht macht? Wenn er sich dreht, wegfährt und einen Lenkwinkel behält. Das beweis mal. Wie willst du das beweisen? Das geht nicht. Also nochmal, guck mal, hier unten ist der weiße Punkt. So, er dreht sich weg. Er lenkt immer noch. Ist eine kontinuierliche Lenkbewegung. Es ist nicht einmal, dass er nochmal nachkorrigiert, um da reinzuhalten, sondern er macht weniger, macht auf und fährt einfach weiter. Ja, er lenkt immer noch links, macht er immer noch, weil er ja links durch die Kurve gefahren ist. Und er geht aber immer weiter langsam zurück. So. Wie willst du das nachweisen, dass er mit Absicht ihm in die Tür reingefahren ist? Ich bin gespannt. Ja, gut, die nächste Kurve ist eine Linkskurve. Also das hier, er fährt zwei Linkskurven, also warum sollte er nach rechts lenken? Also nochmal, wie willst du das nachweisen? Vielleicht hat auch der einfach hier, ne? kannst ja auch mal die Lenkung angucken. Vielleicht ist er auch einfach nicht gerade ausgefahren. So, weil nämlich sein Punkt hat Bewegung nach rechts. Rechts. Rechts, wieder rechts. Also der korrigiert nach rechts. So, und an dem Punkt guckst du dir das an und dann kann das, und das wird wahrscheinlich von Rego zu Rego unterschiedlich sein und das wird auch jeder anders entscheiden. Aber an der Stelle, wenn du dir die ganze Komponente aus allen Kurven ansiehst, ist das für mich einfach no further action. Und am liebsten, und das wäre meine persönliche Ansicht dazu, wären beide 7 Tage weg, weil es beides scheiße ist. Ist beides Much. Müssen wir nicht drüber reden, dass beides Much ist. Am Ende des Tages muss das aber sinnvoll bestraft werden. Und es ist nicht sinnvoll, an der Stelle, wenn man sich den Sachverhalt anguckt, den man auf dem Papier hat, den so zu bewerten, wie man gerade danach fühlt. Weil das ist nicht. Du kannst, wenn du Fälle bewertest, kannst du nicht nach Gefühl gehen oder wie der gerade ist. Das geht nicht. Und das ist scheiße. Ich verstehe das. Ich finde das richtig kacke. Ich finde das richtig scheiße, wenn ich das sehe. Kann jetzt aber nicht sagen, okay, gut, du kriegst jetzt 7 Tage und der andere sagt, hier bei dir, Alter, 2-mal rausschieben ist für mich völlig fein, ich muss keine Rücksicht nehmen, ich kann einfach wie ein Rowdy fahren. So, und das ist, die Quintessenz an der Sache ist, niemand an der Stelle gewinnt gerade. Niemand. Selbst wenn wir den einbannen würden, hätten wir nichts gewonnen an der Stelle. Für die Community und für LFM. Weil dann sagt sich der Blaue, jo, ist ja geil, Alter, ist ja fein, dann kann ich ja meine Unfälle machen. Solange ich meine Reports danach ausdrücke, wenn mir einer ins Auto reinfährt. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt NFA machen, denken sich beide, okay, ist völlig fein. Oder einer regt sich jetzt auf und beschwert sich darüber. In der Theorie müssen beide bestraft werden. Und das geht nicht. Das funktioniert aus rein des Systems her, des Systems funktioniert das nicht. Leute, also auch das, wenn ich das lese, ne? Also was Schnecki gerade schreibt. Er möchte einfach nur den Platz blocken.
Woher weißt du das? Ich weiß, dass euch das richtig ankotzt, dass ich gegen euch argumentiere. Auch wenn ich für euch bin. Ich argumentiere genau so gegen euch, damit ihr endlich mal versteht, weil wir haben ja hier so ein, zwei Kandidaten, die das relativ häufig versuchen, dass es unfucking möglich ist, das zu beweisen. Und ohne etwas zu beweisen, kannst du nicht einfach irgendwas entscheiden. Das geht nicht. Und das geht hier nicht. Es fehlt, also man könnte, was noch sinnvoll wäre, das könnte man anstoßen. Hey, könntest du mir zu deinem Report bitte nochmal eine Innenaufnahme schicken? Oder kannst du mir vielleicht mal sagen, ob ihr zwischendurch im Rennen irgendwie schon andere Sachen hattet und Sachverhalte, die du mir nochmal einschicken kannst? So. Und was halt ganz viele Menschen in diesen Fällen nie verstehen, und heute kommt noch so ein Fall, by the way, also nicht so, aber noch extremer, was Menschen bei diesem Sachverhalt nicht verstehen, das sind 30 Sekunden. Und anhand von 30 Sekunden, wo nicht genug Beweislage drin ist, kannst du nicht so eine Entscheidung treffen und sagen, ey, du fliegst jetzt 7 Tage raus. Das funktioniert nicht. Und ja, Ralf, ich weiß, wenn du jetzt kommst mit deinem Ding, was du gerne abschicken möchtest, Alter, dein Fall ist ein bisschen ganz leicht anders. Und das weißt du selber auch. Und ja, dafür hast du 7 Tage Bann gekriegt. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Genauso wie ich zu Recht 38 Tage gekriegt habe. Oder 35 mit den 7 Tage plus. So, also nochmal, um das abzuschließen und danach ist Feierabend. Wenn du die Lenkeingaben einsiehst, kannst du nicht sehen, dass dort beabsichtigt in irgendwen reingefahren wurde. Du kannst genauso gegen den Blauen argumentieren, weil der Blaue hat Lenkbewegung in den Roten rein. Jetzt können wir nämlich sagen, aufgrund von, wir sind alle blind und haben beschissene Optik, sehen wir nicht, dass der Blaue in den Roten reinfährt. Diese ganze Situation an sich ist Much. Der Report ist gut, theoretisch müssen beide bestraft werden, funktioniert nicht, ist no further action. Weil sich hier beide absolut nicht mit Ruhm bekleckert haben. So. Gut, dann, wenn ich das jetzt, ich hätte ihm auch nicht 7 Tage gegeben, aber das ist nicht NFA für mich. Gut, lieber Ralf, dann lies doch bitte nochmal den Strafenkatalog durch, welche Strafe wann vergeben wird. Weil es gibt nämlich keinen Spielraum in den Strafen. Weil die Strafen nämlich vordefiniert sind. Und ja, man könnte jetzt sagen, gut, wir geben die 0,6, funktioniert aber nicht. Weil wenn wir jetzt jedes Mal bei LFM andere Strafen vergeben, regen sich die Leute extrem darüber auf, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Das heißt, unsportsmanlike conduct ist entweder 7 Tage oder gar nicht. Und da geht nämlich das nächste Problem los. Und die Emotionen, die in den Diskussionen immer drin sind, führt leider oft sehr dazu, es führt dazu, dass Menschen vergessen, wie das Ding hier funktioniert. Nochmal, unsportsmanlike conduct sind 7 Tage. Da gibt es kein anderes Strafmaß für. Causing a collision wäre das nicht. Das ist ein bisschen Türgerempel. Es ist nicht so, als wenn diese Fälle, die hier passieren, nicht vorher schon Stunden diskutiert werden. Und glaub mir, ich bin der Allerletzte, der nicht alle bannen wollen würde. Ich bin der Allerletzte, der sagen würde, ja, 7 Tage finde ich nicht geil. Das ist ein bisschen Türgeballer. Mehr nicht. Das ist halt Kontaktsport. So, das ist nicht Causing a Collision. Also nicht 0,6. Nächster Paragraph. Kann ich die alle aushebeln? Und das ist das Problem. Versteht ihr? Und genau deswegen haben wir diese Fälle drin, damit ihr das vielleicht irgendwann auch mal versteht, dass es nicht so einfach ist, wie man sich das immer gerne vorstellt. Und deswegen führen wir immer diese Diskussion, um euch das mal aufzuzeigen, wie schwierig das ist für eine Rego und für einen Menschen, der das sieht, eine Entscheidung zu treffen. Und das war's. Nee, das sagt das eben nicht, Ralf. Und das Problem ist immer, wenn ich mit dir diskutiere, und das ärgert mich super, super, super doll, Ralf, dass du komplett den Faden verlierst in diesem Gespräch. Nein, ich habe gerade nicht erklärt, dass das völlig cool ist, dass Leute das machen können. Das habe ich gerade nicht gesagt.
Ich habe gerade nicht einmal gesagt, dass das völlig fein ist und die Leute dabei wegkommen mit dem, was sie da machen. Was ich gerade, das Resultat ist NFA, richtig. Aber du hast nochmal, und das ärgert mich jedes Mal, wenn ich mit dir diskutiere, ab einem gewissen Punkt schaltest du deine Rübe aus und hörst mir nicht mehr zu. Was ich eben gerade erklärt habe, ist das Strafmaß. Und das Strafmaß wären 7 Tage. Und dafür gibt es kein anderes Strafmaß. Und das hier, in diesem Fall, in dem Gerempel, in dem Handgemenge. Doch, ich unterstelle dir genau diese Dinge, weil das nämlich genau so ist. Weil du ab einem gewissen Punkt, mein Lieber, nicht mehr zuhörst und nicht mehr vernünftig redest. Und das ist das Problem. Und genau deswegen erkläre ich das jedes Mal aufs Neue. Ist dasselbe wie mit Weaving und so weiter und so fort. Und damit ist jetzt Schluss. Fertig. Thema vorbei. Kannst dir gerne nochmal die letzten 5 Minuten anhören und dann können wir danach irgendwann später nochmal reden. Das ist No Further Action. Punkt. Es ist immer ein Krimi. Es gibt immer solche Fälle. Davon kommt heute noch einer. Davon kommt heute noch einer. Und mit der Vorgeschichte, und genau deswegen wurden die Fälle auch so ausgesucht, da geht richtig die Post ab. Das wird ein richtiges Feuerwerk heute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird ein richtiges Feuerwerk. Das ist laut. Moment. Okay, gut, passt. Das ist sogar GT4. Der ist irgendwie ein bisschen traurig, aber auch gleichzeitig witzig. Er ist traurig und witzig zugleich. Bei dem ist der Motor abgeschmiert. Jetzt macht er den Motor an und fährt einfach rückwärts auf die Strecke. Das kann ich auch persönlich, also als Fahrer, nicht als Jutke, nicht nachvollziehen. Links ist alles frei. Also wirklich, hier ist ja ein riesiger Parkplatz. Warum fährt man rechts rum? Ich glaube, das ist so ein Affektding, wenn du fährst. Das ist so ein Affektding, wie du, wenn du fährst und dir denkst, okay, ich muss einfach wieder zurück auf die Strecke. Das sind so magnetische Kräfte, die da wirken. Der ist nicht mal auf die Strecke gekommen, kann kein Unsafe Rejoin sein. Warte. 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 Also ich meine, der hintere Reifen könnte man sagen, ja. Wobei das stimmt, das hier ist ja, es gehört ja schon noch zur Strecke. Das ist halt richtig unlucky, ja. Ich glaube, das ist einmal so ein, das ist so, wenn der Mond in dein Ghetto kracht. Ding ist das. Das passiert halt irgendwie once in a lifetime. Er kriegt halt die Kurve leider auch nicht. Ich meine, der Report ist völlig zurecht, logischerweise, ne? Also ist er wirklich. Und dafür gibt es auch eine Strafe. Aber es ist so unlucky, dass der Aston einfach die Kurve auch nicht trifft und nach außen kommt. Und genau in dem Moment dreht er sein Auto auch noch um. Also die Zufälle, die hier wirken. Was ist das eigentlich für ein Auto?
Alpin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das dicke blaue A bedeutet. Aber ja, Alpin. Na, sind ja nur 3000 Stunden ACC. Da kann man das schon mal nicht wissen. Unangenehm. Unangenehm. Wir nähern uns wirklich dem Feuerwerk von heute. Du fährst auch kein GTW, du divest sie nur. Das stimmt. Das ist korrekt. Ich sehe die nicht so häufig, wenn dann nur im Vorbeirauschen. Das ist korrekt. Das möchte ich nicht bestreiten, nee. Doch. Vielleicht sollte ich mehr darauf achten demnächst, als Fahrer jetzt, ja. Das ist übrigens, was jetzt kommt, ist schon so ein bisschen ein Vorbote von dem letzten heute. Also ich hebe mal die Rakete fürs Ende auf. Aber was jetzt kommt, es ist ein Trauerspiel, aber auch witzig ohne Ende. Also ich glaube, wenn du das einem Comedian gibst, ne, und der das nur diese 30 Sekunden, oh ne, 57 sind, Entschuldigung, diese 57 Sekunden überkommentieren würde, es wäre ein Fest. Ich lasse das mal einfach laufen. Übrigens ist es nicht No Further Action, um einfach das schon mal aus dem Wind zu nehmen, aus den Segeln zu nehmen, okay? Das ist es nicht. Der wird halt einfach. Der hat deinstalliert. Der hat definitiv deinstalliert. Das ist einfach, der hat deinstalliert. Der Mercedes. Alter Verwalter. Und das Schlimme ist mal, der Ferrari ist nicht mal durchgefahren. Das ist doch viel schlimmer. Entschuldigung. Da brichst du dir die Hände bei. Das ist einfach. Pass auf. Um kurz mal das Gespräch da zu suchen, ne? Ich weiß, es gibt Menschen, die argumentieren pro Absicht. Also nicht Absicht, sondern intentional, also bewusst, dass das bewusst gemacht wurde. Das sind meine Lieblingsfälle, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt und ihr neu sein solltet. Ich hatte selber mal so einen Fall, nur war ich sehr dumm dabei, weil ich habe das live on stream gesagt, dass ich das mit Absicht machen möchte und deswegen bin ich da mittlerweile ein Fachmann drin, diese Fälle extrem gut zu analysieren. Und das ist leider Gottes, auch wenn ich super gerne den Hammer schwingen würde, das ist keine 28 Tage. Vorsätzlich, genau. Das ist nicht vorsätzlich. Ist es nicht. Aus folgenden Gründen. Passt auf. Also es ist auf jeden Fall eine Strafe. Da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Ist es. Wenn wir uns das jetzt hier mal ganz genau angucken. Erstmal, der Mercedes tut mir wirklich richtig leid.
Weil der Mercedes wurde erstmal hier von dem geschnitten, dem Ferrari. Und dann fährt der hier rüber, um dem dicht zu machen. Was übrigens für mich schon, für mich als Fahrer und meine Etikette, finde ich das schon unangenehm. Es ist aber regelkonform und nicht schlimm. Also er fährt halt mit Absicht rüber, um den Aston noch auszubremsen. Was ich halt nicht verstehen kann, und das ist so in meinem Kopf, du fährst den dicht, also die Intention ist wahrscheinlich sehr weit rauszufahren, um dann die Kurve optimal zu kriegen. So, jetzt frage ich mich aber trotzdem, das hier, ne? Also wir fahren jetzt hier in der Mitte auf der Strecke, du siehst den Mercedes und du siehst die davor. Und du hast ein Radar. Das sind so drei Indikatoren, die dir sagen, ey, warte mal kurz, hier ist ganz schön viel los, vielleicht sollte ich eine Sache machen. So, jetzt fährst du also nach links. Also wenn wir richtig frech argumentieren wollen würden, wechselt er sogar zu häufig die Spur. Weil er wechselt nach links auf die Spur, dann wechselt er wieder nach rechts. Könnte man jetzt zum Verteidigen, ist eine lange Diskussion. Kennen wir schon alle, lassen wir mal weg. Und dann machst du das hier? Also der fährt ja quasi auf drei Spuren ist er ja unterwegs. So, das Einzige, was ich nicht verstehen kann, also was ich persönlich nicht auf die Kette kriege, ist das... Nee, warte mal, wo ist das denn? Wo ist denn die Innenansicht dazu? Kommt die am Ende? Nee, ja, hier, doch. Das Einzige, was ich dabei nicht verstehen kann, ist, dass der Ferrari... den noch sieht da vorne. Ja, also, da oben. Scheiße, ich habe kein Greenscreen. Aber hier oben, dass er den, er sieht den. Er weiß, dass er da ist. So, er sieht den immer noch und weiß, dass er da ist. Immer noch. Immer noch. Und dann fährt er immer noch rechts rüber. Und hier kommt der Punkt, warum das für mich persönlich, meines Erachtens, keine Absicht ist. Oder vorsätzlich ist. Aufgrund der Tatsache, dass der Ferrari so sehr beschäftigt war mit dem Verteidigen nach hinten, wird er wahrscheinlich nur auf den Hintermann geachtet haben und nicht auf den rechts. Und hat den einfach rausgejietet. Und wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Man kann aber immer noch darüber lachen. Und ich hoffe auch, dass der Mercedes irgendwie im Nachgang darüber lachen kann. Weil das halt einfach, das ist der krasseste Rauswurf, den ich je gesehen habe. Ich habe noch nie einen krasseren Rauswurf gesehen auf der Strecke, Alter. Das ist einfach der absolute Rauswurf. Aber komplett auf einen anderen Planeten gebeamt. Zack! Ich glaube, man kann wirklich mittlerweile aus solchen Videos, ey, du kannst einfach Compilations machen, ne? Weil die Unfälle werden immer witziger. Ich glaube, das wäre so, diese, kennt ihr dieses in Russland Road Rage Videos? So ein Ding ist das. Also sowas ist das wirklich. Wir haben halt mit Judge Dizzy immer einen Lehrauftrag, sonst würde ich wirklich noch ein paar mehr Witze machen, aber ich möchte mich halt an Leid anderer nicht irgendwie bereichern und darüber lustig machen. Aber das ist schon wirklich wild, was manche Menschen auf der Strecke veranstalten. Und das ist jetzt nicht so, als wenn wir hier in den roten Plaketten sind. Also es ist wirklich nicht, dass wir hier irgendwie bei Rookie unterwegs sind. Habt ihr den, guckt dir mal den Ferrari vorne an. Hier, da. Alter, der Mercedes, der wurde einfach komplett, der wurde aus allen Löchern, wurde der Hops genommen. An der Stelle, um den Lehrauftrag zu erfüllen, den wir auch zu gewissen Teilen hier haben. Guckt bitte nicht nur in den Rückspiegel, sondern achtet auf das Radar. Und das würde ich euch von Anfang an, wenn ihr fahrt, würde ich euch das empfehlen, das sofort einzuspeichern. Ihr habt ein Radar. Achtet auf das Radar.
Spiegel sind schön, ihr habt aber nicht alle Spiegel, die nicht alle Spiegel in Reichweite. Vielleicht habt ihr kein Triple Screen etc. pp. Achtet auf das Radar, ob irgendwo was ist und irgendwer in der Nähe ist und legt halt so eure Strategien zurecht. Das ist am Anfang super schwierig, weil am Anfang müsst ihr auf Schalten achten, Gas geben und so weiter und so fort. Aber achtet auf das Radar. Gewöhnt euch das von Anfang an, dieses Ding oben in der Mitte zu nutzen. Bis ihr ein Triple Screen habt, dann könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen ausmachen oder so. Ne? Aber achtet auf das Ding. Und dann auf Geraden fährt man geradeaus, by the way. Das versuche ich auch schon seit Jahren zu sagen. Und ich mache es immer noch falsch. Gestern gerade just passiert. Ich bin auf einer Geraden auch nach so gefahren. Ich müsste mir die Frage auch mal stellen. Ich habe nur Glück, dass ich in diesen Compilations dadurch nicht lande oder bei Judge Dizzy. Weil ich darf meine eigenen Fälle nicht bewerten. Doch, durfte ich. Ich durfte mich selber bannen. Aber bewerten durfte ich ihn nicht. Das ist übrigens 1-0. Ne? 0-6, Entschuldigung. Es ist 0-6, causing a collision. So, wir haben noch zwei. Und davon ist einer Oh. Meine Damen und Herren, auch hier wirklich, ich darf nicht lachen, Sie dürfen lachen. Ich nicht, Sie schon. Fühle ich. Ist mir A selber schon passiert, ein einziges Mal. Dann habe ich rausgefunden, dass dort solche Hügel sind und dass man da nicht rüberfahren kann. Und dann ist mir das aber auch schon passiert, dass mir jemand anderes reingefahren ist. Das stimmt, das hat er sehr gut abgefangen, aber mit der Prämisse, dass er den Roten als Bande genommen hat. Also hier hat er super gefangen, ist auch wieder super reingekommen. Der Schwarze, aber der Rote musste halt das Bande herhalten und das funktioniert ja nun nicht. Also auch hier an der Stelle, auch bei Rejoins, Radar. Immer aufs Radar gucken und vor allen Dingen langsam. Einen guten Rennfahrer macht es aus, dass man auch mal einen Platz verlieren kann. Und das für einen vollkommen fein ist, dass man einen Platz verloren hat. Es bringt dir nichts, also es bringt dir halt wirklich nichts, sowas zu machen. Hättest du einfach einen Platz aufgegeben. Ich sag mal so, du warst ja da vorne jetzt nicht unbedingt nur so. Du bist ja auch irgendwie hingekommen und dann kommst du danach auch wieder nochmal normal dahin. Also auch bei Rejoins, achtet oben auf das Radar. Achtet auf das Radar und dann, wenn du rauffährst, langsam. Und bedacht. Also normalerweise sollte man auch hier so rauffahren. Oder er hätte gebremst und wäre dann rübergefahren. Oh. Ich meine, eine Theorie wäre auch gewesen, wenn ich mich recht entsinne, gibt es ja hier zur Nordschleife. Vielleicht wollte der Schwarze dem Roten auch einfach die Nordschleifenausfahrt zeigen. Ich meine, das kann auch sein. Naja. Das, meine Damen und Herren, ist übrigens ein 1-0.
Das ist nämlich Unsafe, Rejoin und Causing a Collision. So, Leute. Ich habe mir einen habe ich mir aufgehoben. Und der könnte noch unangenehmer sein als den wir schon hatten, über den wir diskutiert haben. Mag er nicht dein Ernst jetzt, oder? Oh, bitte nicht. Die Staatsanwaltschaft hat mir diesen Fall weggenommen. Dein Ernst jetzt? Warum? Oh, jetzt habe ich, ey, ohne Scheiß, jetzt habe ich eine Stunde lang den totalen Spannungsbogen aufgebaut, aber aus der Hölle. Und jetzt wird mir der Fall einfach abgenommen? Okay, da ist er. Oh, Alter, ich wollte gerade sagen. Oh, ich wollte gerade sagen, Chat. Ich war schon traurig. Da war irgendeiner drin in dem Fall und hat die Akte blockiert. Oh, Junge! Okay. Meine Damen und Herren, sind Sie bereit? Ich lasse das jetzt ein paar Mal laufen. Ein paar Mal, okay? Also nicht nur einmal. Ich lasse das einfach nur mal laufen. Ich möchte auf Details wie Feuerwerk hinweisen, Runterbremsen auf der Geraden und so, ne? Also nur mal so. Ach, da sind wir uns einig, dass das 28 Tage sind, ja? Da gibt's keine Diskussion, nichts, gar nichts. Das ist einfach 28 Tage, ja? Da können wir natürlich auch intentional auf einmal wissen wir sofort, keine Vorgeschichte, nichts, gar nichts, keiner hat sich was angeguckt, nichts wurde argumentativ zerlegt. Nee, das sind 28 Tage, Junge. Kannst du gleich raushauen, Jutke. Richtiger Pappkopf, du. Mhm. Was soll da diskutiert werden? Kann man nachweisen, dass das Absicht war? Rennen ist ja eh schon vorbei. Was steht der da auch auf der Geraden rum? Gibt super viele Argumente.
Ey, aber wisst ihr was? Okay. Dann gibt's halt die scheiß Kurzfassung, 28 Tage Bann, fertig. Dachte, ihr habt euch gefreut. Ist sogar noch ein SR-Reset oben drauf, weil so frech war. So. Denn halt nicht. Eine Stunde Stimmung umsonst aufgebaut. Für nichts und wieder nichts. Na gut, wenn ihr das so einfach sehen wollt, dann ist das gut. So. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Judge Lizzy heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, außer die Diskussion um den anderen Fall da. Aber das ist immer dasselbe. Manche tun sich halt ein bisschen schwer, das zu verstehen, was man erzählt. War schön. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Hast du gedacht, dass ich so scheiße die Folge beende, war? Ist aber nicht. War schön heute. War wieder eine sehr nette Diskussion dabei. Wie immer, was Strafmaß angeht. Aber ich kann sagen, seit 10 Seasons wird das Strafmaß immer wieder angepasst und auch die. Haben sie scheiße gebaut? Die Ingenieure. Die Studierten. Das Strafmaß wird seit 10 Seasons wird das immer angepasst und gerade bei solchen Fällen, die dann. Wie sagt man denn? Präzedenzfälle sind, ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, dass das geändert wird. Aber deswegen sind solche Fälle sehr wichtig, dass wir die hier auch behandeln, damit man das auch weitergeben kann und sinnvolles Feedback geben kann, damit das besser wird, nicht wahr? Gut, der letzte Fall war jetzt wirklich super enttäuschend, auch wenn es gut geklatscht hat, aber scheinbar, naja, ich mache aus jetzt, also Judge Dizzy. Tschüss. War schön. Hau rein. Bis dann. Falls du das übrigens auf YouTube guckst, damit ich hier nämlich kein extra Outro und Intro machen muss, weil ich bin jetzt einfach mal ein Fünfhead und weil das kommt hier nämlich auf YouTube, dann abonnierst du jetzt den Kanal, dann lässt du noch ein Däumchen da, schreibst deinen Kommentar und dann werden sowieso die Kommentare brennen, weil Menschen sich darüber aufregen, dass die anderen beiden keine Strafe gekriegt haben. Aber so ist das halt einfach. Nicht wahr? Manchmal ist das Leben einfach nicht fair. Und genau deswegen mache ich jetzt aus. Tschüss. Ach so, Glocke nicht vergessen. Hat Chat gesagt. Ah, hier, guck, da. Da sind alle potenzielle Abonnenten, die auch hier abonniert haben. Da, sei auch ein Abonnent. Sei hier. Komm doch vorbei. Tschüss. Jetzt aber wirklich. Ich muss jetzt gehen. Wirklich. Bis dann.